Weiß ich jetzt auch nicht so genau. So, Jungs, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss gleich noch in ein anderes Meeting. Was habt ihr denn für mich vorbereitet? Ich hoffe, dieses Mal ein bisschen was Niveauvolleres. Pass auf, diesmal wird's legendär. Wirklich. Berlin, Köln, Leipzig, Mittweida. Vier Städte und die haben eine Sache gemeinsam. Ich wüsste jetzt nicht, was Mittweida mit den anderen Städten gemeinsam hat. Ganz einfach, Reality Soaps. Berlin Tag und Nacht, Köln 50667, Leben lieben Leipzig. Und jetzt der Knüller, 09648, Mittweida Tag und Nacht. Das ist die Idee. Wir produzieren eine Reality Soap, ganz klassisch. Mit den klassischen Elementen Hass, Liebe, Freundschaft, mit allem drum und dran. Aber das passiert hier in Mittweida mit Mittweida-Studenten. Leute, ganz ehrlich, noch so ein Müllformat. Ich hab gesagt, niveauvoll. Ja, niveauvoll will aber heute eh niemand sehen und deswegen finde ich die Idee eigentlich ziemlich geil. Naja, erzählt erstmal weiter. Ich will mir mal anhören, was ihr euch dabei so gedacht habt. Das Ganze beginnt natürlich mit einem richtig originellen Intro. Okay, also die Darsteller posieren vor einem Greenscreen und im Hintergrund läuft dann ein Beat. Genau, wir lassen No Roots von Alice Merton laufen. Am Ende machen wir dieses Soundcheck-Fotobox-Gedöns-Animation. Ich habe echt keine Lust, irgendwas Neues dafür zu animieren. Dann geht die erste Folge los. Gleich am Anfang lernt der Zuschauer auch schon die Charaktere kennen. Wir hätten uns jetzt an den Klischees der Studiengänge bedient. Ja, na toll. Und dann gibt's wieder Hate auf Jodel. Ach, wir übertreiben's schon nicht. Also, der erste Charakter heißt Cedric. Er ist Informatiker und ein totaler Nerd. Der hat einfach immer die besten Anmachsprüche drauf. Hey, sind deine Eltern eigentlich Terroristen? Du bist nämlich Bombe. Nur halt eben leider ohne Erfolg. Und dann kommt sie. Celeste. Sie ist Medienstudentin und ein richtiges Partygirl. Immer im Schlepptau ihre beste Freundin Tina. Warte, warte, wir drehen das in Slow Motion. Ja, 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 so mit Wind in den Haaren. Jungs, das könnt ihr echt vergessen. Das passt überhaupt nicht zum Format und wirkt total unauthentisch. Gut. Nehmen wir das raus. Mädels, lass uns den Club jetzt mal so richtig aufmischen, oder? Ja, na klar, wir haben uns doch auch nicht umsonst alle so zurecht gemacht. Ja, heute aber mal vielleicht nicht so lange. Ich habe morgen ab um 8 Uni. Langweilig. Tina, du klingst echt schon wie eine BWL-Studentin. Ich bin BWL-Studentin. Lass das mal abschießen, Mädels. Wen abschießen? Na uns! Hi, ich hätte gern einen Gin Tonic, bitte. Na, Praline, willst du Füllung? Und jetzt kommt noch so ein gesetzter O-Ton, wo die Charaktere über ihre Gefühle reden. Es ist echt jedes Mal das Gleiche. Ich werde immer nur von solchen Losern angemacht. Wenn mich wenigstens mal ein richtiger Mann ansprechen würde. Aber so eine Nerds gehen echt voll gar nicht. Also mir sind ihre lüsternen Blicke schon aufgefallen, als sie in den Club kam. Ich habe da auch schon so ein Knistern gespürt. Vielleicht war sie einfach nur schüchtern gewesen. Aber ich glaube, da geht noch was. Und jetzt der Song Da geht noch was von Eis. Man sieht dich in der Ecke stehen. Und dann gibt's da noch Enzo, der Obermacker, der in den Club kommt und alle Mädels wie ein Magnet anzieht. Ich setz all mein Money nur auf mich, weil ich niemals lose. Dauerhaftes Lächeln im Gesicht, weil ich immer choose. Choose, 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 ich choose. Choose, choose, choose. Hey, ich hab doch gesagt, keine Zeitlupe. Und wenn ich an einen Macho denke, dann bestimmt nicht an dich. Ja, da sollte wirklich jemand anders nehmen. Gut. Da muss wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt auf die Arabi Money Rich. Wissen, wer der Babo ist. Und wie kommt ihr jetzt auf den? Ist der nicht vielleicht ein bisschen klein? Pass auf, der hat bei Leben lieben Leipzig mitgespielt. Da haben wir direkt noch einen Prominenten mit dabei. Genau, und dieser Enzo und Celeste sind dann das Liebespaar der Serie.
Kannst du nicht mal aufpassen? Chill mal, du siehst doch hier süß voll. Ja, aber du musst mich doch nicht gleich umrennen. Schöne Frauen ziehen mich halt magisch an, es tut mir leid. Landen die beiden natürlich zusammen im Bett und dann beginnt die heiße Romanze. Auf jeden Fall leiten wir dann auf den nächsten Tag über und womit geht es besser als mit aussagekräftigen Schnittbildern? Ich kenne die Nacht, Süße. Fand ich auch. Ich muss jetzt leider schnell los. Wir sehen uns, wa? Mach's gut. Bis dann. Und dann kommt ganz zufällig Tina aus dem Badezimmer. Hey Freunde, ich war gerade duschen und es war... Hey, ne? Voll geil. Hey, war das nicht der Typ von gestern aus dem Club? Ja, er ist so toll, wir hatten eine so schöne Nacht. Und Tina will natürlich alles wissen. Ich will alles wissen. Kann ich dir das nicht morgen erzählen? Ich bin so müde und ich habe letzte Nacht kaum geschlafen. Ja, das hat man gehört. Aber sie wäre ja nicht die beste Freundin, wenn sie Celeste nicht vor diesem Macho warnen würde. Ist das nicht voll der Macho? Nein, in echt ist er ganz anders und richtig süß und lieb. Pass mal besser auf, weil ich habe das Gefühl, der verarscht dich nur. Oh Tina, du gönnst mir echt nicht, dass ich einmal Glück mit einem Typen habe. Hey, ich meine das doch nur gut. So machen das halt beste Freundinnen. Und jetzt noch einen O-Ton. Es nervt mich einfach, dass Celeste jeden Typen bekommt. Celeste hier, Celeste da... Ich feiere Enzo ja schon ein bisschen, aber ich bin mir sicher, dass sie ihn verarscht. Also es nervt mich ehrlich gesagt schon, dass Tina mir das mit Enzo nicht gönnt. Ich fange echt nicht viel mit Typen an, aber diesmal hatte ich ein wirklich gutes Gefühl. Schnittbilder. Okay. Schnitt, nicht Schrittbilder. Enzo lädt Celeste ganz romantisch 13 Uhr in die Mensa zu einem Campus-Teller ein. Warte mal kurz, ich lade noch kurz meine Karte auf und dann komme ich hoch, ja? Okay, ich suche schon meinen Tisch. Und Schatz, wie schmeckt dein Essen? Ja, ganz okay. Die Möhren waren irgendwie auch schon mal frischer, oder? Mhm. Könnte schon sein. Guck mal, das Wetter, das deprimiert doch total, oder? Ich blöd. Kann es sein, dass du mir gar nicht richtig zuhörst? Wo bist du mit deinen Gedanken? Aber dann, als hätte man es nicht schon vermuten können. Hä? Oh. Hast du was gesagt? Hast du den Mädels gerade hinterher geschaut? Nein. So willst du mich verarschen eigentlich? Ich hab dich nicht hinterhergeguckt. Oh, diese Lügen kannst du jemand anderem erzählen. Willst du mit sagen, Schluss ist oder was? Ey! Hallo! O-Ton! Ich hätte nicht gedacht, dass Enzo so ein Arschloch ist. Ich dachte, er liebt mich. Ich hoffe einfach nur, dass er sich demnächst bei mir entschuldigt. Ich will doch nicht, dass es aus ist. Aber naja, Männer. Alle gleich. Ich weiß überhaupt nicht, was ich falsch gemacht habe. Die Alte spinnt doch, ehrlich. Frauen. Die sind alle gleich. Celeste ist natürlich eifersüchtig. Ich bin gerade super eifersüchtig. Lasst mich raten. Schnittbilder? Schnittbilder. Zurück im Club. Celeste betritt den Raum und das kann doch nicht wahr sein. Ihr zwei, ich hab euch vertraut. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Ehrlich nicht. Schatz,
Bist du mir jetzt sauer? Nein, ganz bestimmt nicht sauer. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ich meine, du hast mir Enzo ausgeredet. Wahrscheinlich nur, weil du ihn selber haben wolltest, okay? Wir drücken auf die Tränendrüse. Ja, ich wollte Celeste nicht verletzen. Zwischen mir und Enzo hat's einfach gefunkt. Ich glaube, sie wird mir nie wieder vertrauen. Alle haben mich verarscht. Tina hat mich verarscht. Enzo hat mich verarscht. Einfach das Allerletzte. Gib mir mal bitte kurz 5 Minuten. Natürlich lässt sie das nicht auf sich sitzen, sondern heckt einen hinterlistigen Plan aus. Also Enzo hat sich definitiv mit der Falschen angelegt. Ich meine, es ist nicht so, als hätte ich keine Auswahl in Mittweida. Er wird das Gleiche fühlen, was ich eben fühlen musste. Aber davon ahnt er natürlich nichts, als er vor ihrer Tür steht, um sich zu entschuldigen. Und dann. Oh, sind die für mich? Das wäre ja nicht nötig gewesen. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Sadie, gibst du dem Pizzaboten noch das Trinkgeld? Ich komme, meine Zimtschnecke. Komischer Zoom auf das komische Gesicht des Machos. Und? Jungs, ich habe noch nie so einen Blödsinn gehört. Das können wir auf keinen Fall senden. Das ist absolut billig. Ja, war schon dumm. Aber geil.